Kleiner Punkt am Himmel. Globale Provokation. Eine Rakete im Namen der Wissenschaft oder ein verkappter Waffentest. Die Technologie ist identisch und damit für Nordkorea verboten. Das kommunistische Land verstößt so gegen Beschlüsse der UNO. Wir haben mehrfach appelliert, dies zu unterlassen. Der Raketenstart ist völlig inakzeptabel. Das Raketenprogramm Nordkoreas hat das Ziel, Atomsprengköpfe zu transportieren. Das ist eine Gefahr für den Weltfrieden und dient allein dem Zweck, das Regime zu stützen. Nordkoreas Staats-TV feiert den Flugkörper, autorisiert von Machthaber Kim Jong-un persönlich. Das US-Militär bestätigt zwar eine Rakete im Orbit, ob aber ein Satellit die Erdumlaufbahn erreicht hat, ist unklar. China, einmal mehr brüskiert. Der einzige Alliierte Nordkoreas lässt über die Medien verbreiten, man hoffe, dass sich das Land nun Zurückhaltung auferlegt. Verlautbarte Freude über den Abschuss hingegen in Nordkoreas Hauptstadt. Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Es gibt mir das Gefühl, dass wir wirklich eine mächtige Nation sind. Nicht nur benachbarte Staaten glauben, dass Nordkorea an nuklearen Langstreckenraketen arbeitet. Damit könnte es sogar die Westküste der USA bedrohen. Und jeder Raketenstart festigt die Machtbasis des Regimes. Aufrüsten als Lebensversicherung.